Wir werden in der heutigen Episode von Minecraft OneBlock herausfinden, ob es möglich ist, in die letzte Dimension zu gehen. Schaffen wir es, das End zu betreten? Oder werden wir auf dem Weg dorthin noch ein großes Problem haben? Um das herauszufinden, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Lasst außerdem einen Like da, abonniert diesen Kanal und lasst uns hoffen, dass wir ein unfassbar nices 2024 hier gemeinsam auf YouTube erleben werden. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Damit willkommen zurück zur 10. Episode. Mittlerweile sind wir eine Weile in diesem Projekt. Ja, also unten seht ihr es auch. Wir sind seit über 5 Tagen, bald sogar 6 Tagen in dieser One-Block-Welt. Einer Welt, die anfangs nur aus einem einzelnen Block bestand, den ich so oft abbauen kann und mir immer wieder neue Sachen droppt und mittlerweile eben diese wunderschöne Insel entstanden ist. Und ja, das ist mein ganz großer Stolz. Ich bin hier richtig, richtig happy damit, was wir über eine so lange Zeit mittlerweile hier aufgebaut haben. Und ich hoffe, es gefällt euch auch soweit. Generell, wenn wir gerade über das Thema Gefallen reden, könnt ihr sehr gerne, wenn euch das Video hier gefällt, einen Like da lassen. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Ideen, Verbesserungen oder was auch immer für dieses Projekt habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe mir für heute eine Menge nicer Sachen auch schon überlegt, die ich unbedingt mit euch machen möchte. Wir sind aktuell fleißig dabei, unseren äußersten Ring weiterzubauen. Das heißt, wir haben einerseits das neue Plains und eben den Dark Oak Forest auch mittlerweile fertig. Da seht ihr aber auch noch dort hinten eben noch offene Ringe. Und da habe ich auch noch auf jeden Fall Pläne, wie wir das Ganze, ja, ich glaube, ganz schick designen können. Aber wir sind eben auch in diesem Projekt natürlich auf dem Weg, das Ganze hier durchzuspielen und alle Achievements, die es so gibt, zu schaffen. Es gibt nicht mehr so viele und es gibt wohl auch eben die Möglichkeit, ins End zu kommen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss heute dran. Ich habe eine Sache herausgefunden, die alles noch einmal verändert. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch heute im Verlauf des Videos zeigen. Aber vorher möchte ich eine Sache machen, gegen die ich mich wirklich die ganze Zeit gewehrt habe. Leute, guckt euch das hier an. Allein meine Rüstung. Wir lieben alle dieses Spiel Minecraft und wir fühlen alle das Gleiche, wenn wir das hier gerade sehen. Wirklich, ich schreie. Weil momentan haben wir einfach das große Problem. Ich enchante immer wieder neu und mache wieder Sachen komplett von vorne. Wir müssen die Dia-Tools, wir müssen unsere ganze Rüstung, alles. Es muss Mending auf. Ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, zu sagen, wir werden Villager nicht krass benutzen, um uns overpowerte Sachen zu holen. Aber wir müssen langsam. Wir müssen langsam das tun, denn Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es nicht mehr sehen. Diese Durability auf den Tools, da gehe ich kaputt dran. Dementsprechend kümmern wir uns mal um einen Mending-Villager und auch zeitgleich um ein paar mehr Emeralds. Deswegen werden wir das Holz, das wir, by the way, in Massen haben, einfach mal, okay, jetzt nicht so viel. Wir werden es einfach mal benutzen, um auf jeden Fall erstmal ein paar Emeralds zu holen und dann werden wir uns Mendinger traden und das alles überall mal draufklatschen. Also die erste Aktion in der heutigen Folge, produktiv Mending. Das allererste Mal in diesem Projekt kümmern wir uns darum, Bibliothekare zuzusetzen. So, Kollege, du bist jetzt erstmal dran, um mir so schnell wie möglich Mending zu einem guten, stabilen Preis zu geben, bitte. Also wäre wirklich cool, wenn es jetzt nicht so lange dauert. So. Jetzt Mending, wollte ich sagen. Bro, das ist ein Weihnachtswunder. Er hat einfach von selbst aktualisiert. Er gibt eine 18er. Er ist der Beste. Er ist der beste Villager der Welt. Let's go! Nach, nach 3/4 Stunde haben wir jetzt wirklich einen guten Mending-Trade. Und den werden wir jetzt endlich mal nutzen, um unsere Sachen einmal zu upgraden. Wir machen erst einmal die Rüstung vollständig. Bitte lass mich nie mit dieser Rüstung ins Void fallen. Dann kümmern wir uns jetzt natürlich um die Tools, weil die haben so gelitten. Guckt euch mal diese Spitzhacke an. Die kriegt auch nochmal FE5. Sehr gut. Und damit gehen wir jetzt erstmal nochmal ein paar Level farmen. Oh, es tut gut, wieder stabiles, erstmal stabiles Equipment zu haben. So, wir haben jetzt überall Mending, by the way, drauf. Jetzt wird fleißig repariert. Und dafür ist es echt gut, dass wir so viele EP-Farmen haben. Wir haben mittlerweile ja ziemlich viele Achievements hier gut abgehakt. Einen Ghast zu töten. Das ist definitiv etwas, was noch machbar ist. Und wir haben im Nether aber noch nie einen Ghast gesehen. Ja, also eigentlich müssten wir damit einfach nur eine Fläche ausbauen. Eigentlich müssten wir uns nur ein paar Blöcke schnappen und einfach mal gucken, was dann passiert. Ne, wir schnappen uns ein bisschen Netherrack. Ein bisschen ist gut. So viel wird es nicht sein. Und dann gucken wir einfach mal. Also Ghast spawnt vor allem in einem Soul Sand Valley Biom. Ich meine, hier sind wir in einem Crimson Forest. Crimson Forest gefällt mir ehrlich gesagt nicht so ganz für Ghast Experiment. Weil hier werden am Ende nur Hoglins und alle anderen aggressiven Monster spawnen. Deswegen bauen wir uns erstmal mit Half Slabs ein bisschen weiter raus. Und werden mal gucken, was wir für Biome eventuell in
diese Richtung hier entdecken können. Ihr seht aktuell an den roten Partikeln, dass wir uns hier noch in einem Crimson Forest befinden. Deswegen baue ich halt extra mit Half-Steps auf einer 0,5er Höhe, damit hier auch nichts spawnt, weil mir würde das jetzt gerade gar nicht gefallen. Ich sag euch ganz, ganz ehrlich, am allerliebsten würde ich mal meinen Stuff wirklich saven, weil ich habe echt zu großen Respekt davor. Wir haben uns gerade alles super schön enchanted, schön mending auf allem. Und am Ende verliere ich jetzt gleich alles. Dann habe ich aber auch absolut nichts geschafft damit. So, mittlerweile sind wir in einem Nether Wastes Biom. Ich würde aber ehrlich gesagt mich sogar noch ein bisschen weiter rausbauen, damit diese Fläche, in der wir halt immer wieder in den Nether reingehen und die Fläche, in der potenziell Monster normal spawnen können, dass die auf jeden Fall ein bisschen auseinander sind. Dass wir nicht jedes Mal, wenn wir in den Nether reingehen, halt immer wieder gestresst werden von irgendwelchen Kreaturen. Wir machen einfach mal hier eine größere Fläche, auf der mehr oder weniger alles Mögliche spawnen kann und eben dann hoffentlich auch ein Ghast, der ein extra Achievement hier bekommen hat. Ich meine, im normalen Minecraft hat ein Ghast auch irgendwo ein Achievement. Und zwar Return to Sender. Fast schon, also ich würde fast schon sagen, eins der coolsten Achievements. Simpel, aber irgendwie auch sehr kreativ. Wir gucken einfach mal. Mini-Plattform steht mittlerweile. Es sollte rein theoretisch für den Ghast reichen. Ja, ihr seht selber. Zombified Piglins spawnen bereits. Und auch, das oben. Okay, das wird interessant, Leute. Das spawnt alles. Okay, ich, Alter! Der gesamte Nether auf einer Plattform, okay. Wither-Skelette. Moment mal. Wir könnten Wither-Skelette spawnen lassen. Das macht das Ganze sehr, sehr interessant, aber ich wüsste gerade nicht, wie sollte ich das hinbekommen, halt nur das Spawning von Wither-Skeletten und beispielsweise Blazes und Zombified Piglins zu vermeiden. Oh, da ist er! Es ist Zeit fürs Achievement! Okay, jetzt spawnen aber unfassbar viele. Oh mein... Und wir haben's. Alter, das spawnt so viel. Haben uns das direkt auch nochmal abgeholt. Boah, ich würde mir voll gerne eine Wither-Skelett-Farm machen. Aber wie soll ich das hinbekommen? Es gibt keine Möglichkeit, glaube ich, das hinzubekommen. Und damit der aktuelle Stand, um das mal ganz kurz hier sich anzugucken. Das sieht ja unfassbar gut aus. Wie viel wir bitte einfach... 1, 2, 3, 4, 5 Achievements, die 6 Achievements, die eigentlich nur noch fehlen. Und ich meine, das oberste aktuell, 100 Endstones. Und eine Sache, die wir beim letzten, also in der letzten Folge noch herausgefunden haben, es gibt für Endstone einfach ein Crafting-Rezept. Wir sind in der Lage, uns Endstone herzustellen. Und jetzt achtet mal ganz genau drauf. Wir können Endstone aus Sandstein und einem Enderauge craften. Enderauge ist kein Problem. Enderperlen kriegen wir bei Enderman. Blazes haben wir, würde ich sagen, durch unsere Netherfarm auch unfassbar viele. Sand auch gar kein Problem, denn für Sand brauchen wir am Ende Cleanstone und Dirt und haben dann am Ende Sandstein. Endstone kriegen wir auf diese Art und Weise auf jeden Fall hin. Eine Sache, die ich euch aber auch angekündigt habe für diese heutige Folge und dadurch wird sie erst recht sehr, sehr, sehr besonders. Ich habe das extra, sage ich mal, mir nicht angeguckt, denn es ist ein ultimativer Spoiler und ein riesiger Tipp, den ich eben auch erst mit der Zeit herausgefunden habe. Wir sind in der Lage, nicht nur Endstone zu craften, wir sind auch in der Lage, und haltet euch bitte jetzt fest, wir sind in der Lage, uns Endportal-Frames zu craften. Von diesen brauchen wir 12 Stück, um in die dritte Dimension zu kommen, ins End. Und ich weiß es auch nicht genau, ob dort einfach nur ein einzelner Block auf uns wartet und man dort vielleicht den Enderdrachen antrifft. Oder ob es einfach ein normal generiertes End ist. Ich weiß es nicht. Und zwar müssen wir uns dafür Crying Obsidian besorgen, 8 Skalkblöcke und das Ganze nochmal von 12 Endstone umranden. Das heißt, eine interessante Konstruktion, für die wir halt auch nochmal ein paar Sachen brauchen. Also erstmal müssen wir ganz kurz realisieren, wir reden gerade darüber, dass wir halt wirklich ins End gehen können. Wir können uns Endportal-Frames herstellen. Aber die werde ich nicht einfach nur irgendwie in das, hier in die Welt halt reinklatschen, weil eigentlich muss diese gesamte Sache einen Spot bekommen. Und da wir ja aktuell ja auch noch Platz haben für 2 Biome, ja, warum denn kein Endbiom noch auf einem der letzten Viertel mit integrieren? Bedeutet Endstone? Vielleicht eine End-City dann da reinbauen? Wäre unfassbar cool. Ich, könnt ihr mir vorstellen, dass wir das hier gut einarbeiten können. Dazu brauchen wir halt aber wirklich nur sehr viel Endstone. Aber ein Problem, das wir aktuell noch haben, ist so oder so, für dieses besondere neue dritte Portal brauchen wir auch Skalk. Ich wüsste aktuell auch noch nicht von irgendwelchen Crafting-Rezepten. Wir wissen, wie man einen Skalk-Catalyst macht, okay? Wir wissen, wie wir einen Skalk-Sensor machen. Aber der Skalk-Block selbst ist noch ein Geheimnis. Und ich glaube, die einzige Antwort, die wir darauf haben, ist der eigentliche Beginn dieser gesamten Minecraft-Welt. Und zwar der One-Block.
Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal wieder darum kümmern, den One-Block auch abzubauen. Ich wollte trotzdem erstmal nochmal gucken, haben wir denn eigentlich Crying Obsidian? Na klar, haben wir Crying Obsidian. Sehr gut. Sehr viel sogar. Hilfe. Erst einmal müssen wir gucken, ob das jetzt halt wirklich funktioniert. Sieht aber gut aus. Es ist einfach Endstone. Daraus können wir uns Endstone Bricks machen und eben alles weitere, was wir so brauchen. Das Einzige, was uns jetzt halt sozusagen fehlt, ist Skulk. Wir gucken, ob der One-Block das große Geheimnis für uns lüftet. Und ich meine, das Achievement hier fehlt eben auch noch. Step 9. Die 5000 Blöcke müssen ja eben auch nochmal geknackt werden. Stimmt. Ancient Debris gibt's auch noch. Ich sehe mich schon gleich Netherite-Rüstung vielleicht mal machen fürs End. Und am Ende, ja, fallen wir dann ins Void. Ja, jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir da vorstelle. Es entwickelt sich hier das Ganze gerade so zu einer bisschen so einer Endfolge, ne? Also nicht jetzt, dass das das Ende des Projektes direkt ist, aber wenn wir jetzt halt uns wirklich darum kümmern wollen, die Achievements alle abzuhaken, ja, dann müssen wir auf jeden Fall heute eigentlich auch das machen in dieser Folge. Das ist die 10. Folge. Das ist die Jubiläumsfolge. Wir werden heute ins End gehen. Und dann auch mit Netherite-Rüstung. Wir werden uns die Rüstung machen. Aber bevor wir überhaupt darüber reden, ob wir ins End gehen, müssen wir halt Skulk bekommen. Ich würde, by the way, sagen, wir haben mittlerweile eigentlich 250 Blöcke verbaut. Eigentlich müsste doch schon längst, wenn alle 250 Blöcke immer wieder der Trading, unser Handelsamigo vorbeikommt, der müsste doch schon wieder irgendwo gespawnt sein. Nur wir sehen ihn wieder nicht. Ich muss mal ganz kurz die Insel hier ablaufen. Weil ich glaube, dass rein theoretisch, wenn er viel Spawnfläche zur Auswahl hat, dass er dann einfach irgendwo spawnt, wir das Feuerwerk gar nicht mehr gerendert sehen. Ich bin schon wieder hier. Ich wusste es, dass wir einen Visiting Trader haben. Aber ihr müsst euch mal überlegen, guck mal, wo die sich mittlerweile aufhalten. Ich möchte hier eigentlich, by the way, zwei Endermen. Er versteckt sich einfach in der Pyramide. Wieso sammeln die Endermen sich alle hier und platzieren ihre roten Pilze? Das ist einfach eine heimliche Pilzfarm. Wir gucken lieber erstmal ganz kurz, was der Kollege hier im Angebot hat, weil es könnte sein, dass er uns vielleicht Skulk tradet oder irgendwelche anderen sehr, sehr wertvollen Sachen, an die wir normalerweise niemals im Spiel rankommen würden. Deswegen, revolutionäres Item in 3, 2, 1. Akazien, ne, Azalea haben wir. Kohle, Schwämme. Gunpowder und ein Diskfragment. Ja, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Diskfragmente wird es mir jetzt halt nicht so wirklich wert sein, so viel Gold auszugeben. Aber man weiß ja nie. Schwämme können wir halt mitnehmen. 10 Stück, klar. Ich meine, die Disc hat jetzt, ja, true. Also die Disc hat halt zumindest ein bisschen was mit einem Deep Dark Ancient City zu tun. Machen wir das mal zu besonderen Blöcken. Wie viel Gold haben wir denn? Oh, das ist nicht so viel. Aber, habe auch in der falschen Kiste geguckt. Wir haben so viel Gold. Ja, okay. Dann können wir das schon mal aufopfern. Ich habe das wirklich nicht gewusst, ne? Kollege, ich würde dir empfehlen, ich sehe schon, dass du an Gold auf jeden Fall interessiert bist. Ich gebe es dir aber lieber auf eine sichere Art und Weise. Ach, du gibst mir nur 3. Ja, danke dir, mein Mister. Gut, also 3 Disk-Fragmente. Juhu, sehr schön. Ist aber auch erstmal egal. Wir bauen erstmal weiter ab. Und zwar, wir sind auf der Suche nach Skulk. Und eventuell dem bald nächsten geschafften Achievement, wenn wir insgesamt diesen One-Block 5000 Mal abgebaut haben. Und ich glaube, bald ist es schon so weit. Hallo. Oh mein Gott. Step 9. Ein weiterer Story-bezogener, wichtiger Villager. Das ist kein Visiting Trader, sondern das ist ein richtiger Villager. So wie wir den lange nicht mehr hatten. Oh mein, da ist ein neues Achievement, oder? Nein. Es war das letzte. Es gibt keinen Step 10. Es gibt keinen 10. Schritt. Es ist irgendwie ein bisschen unsatisfying, dass es bei 9 endet. Also es wäre jetzt auch krass gewesen, wenn jetzt nochmal so eine 10.000 hier kommt. Aber wir haben diesen Reiter Achievements einfach abgearbeitet. Und das bedeutet ja eigentlich, dass du hier einer der krassesten, du musst der krasseste Villager sein, der uns den heftigsten Stuff tradet, der uns Stuff gibt, der uns komplett aus den Socken hauen müsste, so rein theoretisch. Wenn du mir jetzt einfach auch nur Disk-Fragmente geben möchtest, dann haben wir ein Problem, mein Bester, alright? Ich weiß nicht, ob ich ready dafür bin. Bitte gib mir Skulk, weil dann können wir ins End gehen. 3, 2, 1, BUM! Oh mein Gott, was ist denn? Ein Trident für Nautilus Shells und Dias? Wir kriegen einen Skulk-Sensor für Redstone und Dirt. Ja, mit einem Sensor kriegen wir vermeintlich, ich muss kurz überlegen, mit einem Skulk-Sensor bekommen wir auch Skulk, weil ich glaube, ich mir daraus einen Catalyst craften kann, oder? Nö. Aber ich glaube, der Skulk-Sensor allein, Wi-Fi connected, ist nämlich auch ein Achievement. Das heißt erstmal, wir nehmen uns Dirt, dazu nochmal ein bisschen Redstone.
Und ich bin mir sehr sicher, also Dias haben wir na klar. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, Nautilus Shells haben wir, wenn es welche gab, immer mitgenommen. Vorbildlich. Das bedeutet, wir schnappen uns mal 2 Tridents. Nächstes Achievement wird aber auch erstmal abgehakt. Skulk-Sensor. Easy going. Wi-Fi connected. Das ist ganz nett. Das ist ganz schön. Bringt uns halt nur leider absolut nichts. Also, ich habe mir halt einen Skulk-Item gewünscht. Aber mit dem Skulk-Sensor. Also nicht verwechseln. Viele denken jetzt, du kannst doch, wenn du Level daneben aufsammelst, breitet sich doch Skulk aus. Das ist beim Skulk Catalyst, aber nicht beim Sensor. Was mich jetzt aber viel mehr noch interessiert ist, also es gibt keine weiteren Stages mehr. Also wir sind bei Step 9 mittlerweile angekommen, aber der One Block, den kann man jetzt einfach noch weiter unendlich abbauen. Er würde uns unendlich lang Ressourcen geben. Das heißt, wir haben rein theoretisch auch unendlich Ancient Debris. Amethyst. Das ist interessant. Es scheint wohl neue Blöcke hier zu geben. Okay, das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich richtig nice. Es gibt immer noch mal neuen Content. Gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass wir auch, also dass wir an Skulk hier drüber auch rankommen können. Blackstone. Glaube ich auch das allererste Mal. Okay, okay, okay. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das bedeutet, meine lieben werten Zuschauer? Das hier ist ein Skulk-Block. Das bedeutet, wir können ins End gehen. Was wir jetzt aber erstmal machen werden, ist, ich will die beiden hier mal enchanten. Wir kümmern uns mal ganz kurz um unsere Tridents. Mal 2 30er Enchantments raushauen. Eventuell haben wir Glück und kriegen direkt Riptide. Und auf dem anderen würde ich mir sehr gerne Channeling mit Loyalty wünschen. So, wir haben 36 Level. Ich bin ready, um mir meine super starken Tridents abzuholen. Wir brauchen ein bisschen Lapis. Und einmal Loyalty 3. Perfekto. Am besten noch Channeling, Impaling, Unbreaking. Ist okay. Und hier, ja. Hauen wir den jetzt erstmal wieder hier rein. Und... Na, dann haben wir es doch. Dann haben wir unsere Tridents doch ready. Einerseits den Fortbewegungstrident und den Angriffstrident. Okay, und jetzt nochmal die Frage für einen Catalyst und damit auch unendlich Skulk. Bräuchten wir 3 Skulk-Blöcke. Gasträne wissen wir mittlerweile auch, wie wir sie ranbekommen. Das heißt, wir hoffen mal auf erstmal noch weitere Skulk-Blöcke. Und damit haben wir sogar jetzt mittlerweile 4. Sehr, 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 sehr gut. Wir brauchen jetzt nur noch eine Gastträne. Und dann haben wir alle Sachen zusammen, um noch weiter das finale Portal vorzubereiten. Oh, das ist perfekt. Gastträne. Ja, es könnte sein, dass dort irgendwo jetzt eine Gastträne liegt. Ich glaube, wir haben aber vorher noch mal ein paar andere Probleme. Oh, perfekt. Oh mein Gott, war das knapp. Ich war auf der Kante. Ich weiß nicht, ob es die Gastrinne noch vom vorherigen ist. Aber wir haben eine Gastrinne. Also, wir gucken nochmal ganz kurz. Wie craften wir uns jetzt mal den Catalyst? Wir brauchen Knochen, die Skulk-Blöcke. Und das ist eigentlich halt ein Knochenblock. Aber diese Kiste sagt mir, dass wir genug haben. Dementsprechend ein weiteres Custom-Rezept. Gastrinne hier. So. Nee, es war... So war es. Skulk-Catalyst... Dann probieren wir mal aus. Und zwar, so ein Catalyst ist unfassbar praktisch, weil wir mit ihm jetzt sehr viel Skulk bekommen können. Und ich komme fast auf die Idee, dass man fast ja schon auch nochmal einen Deep Dark Biom machen könnte. Das wäre nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht so anstrengend, weil Skulk farmt sich extrem einfach. Gut, was wir erstmal machen, ich glaube, das sollte halt wirklich in diesem Umkreis sogar reichen. Ich packe den hier ran und jetzt einfach hier halt Cleanstone. Und eigentlich sollte ich... Nee, noch nicht ganz. So, ich habe jetzt nochmal ganz kurz im Singleplayer getestet und wir haben herausgefunden, woran es liegt, dass der Kollege nicht funktioniert. Und zwar ganz simpel am Teppich. Durch den Teppich ist der Kollege nicht in der Lage, richtig zu spreaden. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Und es sollte eigentlich jetzt keine Probleme geben. Okay. Ich glaube, dass jetzt aktuell die Kiste nochmal stört. Jetzt nochmal connecten und jetzt! Also es spreadet hier an den Seiten halt. Ihr seht es ja selber. Das wird alles richtig hässlich, aber ich kriege keine Skulk-Blöcke. Oh mein Gott, wie... Okay, also wir merken uns, dass es dort
bisschen komplizierter, diese Konstruktion aufzubauen. Wir müssten Level irgendwo anders herbekommen. Das geht im Nether ja an sich einfach. Oder wir machen jetzt einfach unseren zweiten Layer da drüben. Aber da ist wiederum das Problem, dass Netherrack eben auch zu Skulk wird. Und dann kann ich mich ganz schnell gibt es da ganz viele Probleme. Deswegen machen wir es einfach mal so, dass wir uns einfach mal Zombified Piglins ranholen. Und naja, das dann einfach mal hier so spreaden. So kommen wir an stabiles Skulk immer wieder ran. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht die effizienteste Farm, aber es ist halt für den Moment erstmal ganz gut, weil ich mir damit nicht die ganze Welt einsaue. Wenn ich das hier schnell wieder alles abgekratzt bekomme. Alter, sehr, sehr, sehr gut. Also wir können, wie gesagt, ein Endportal in the Nether with the Crying Obsidian surrounded by 8. Ein Crying Obsidian surrounded by 8 Skulk Blocks. Aber warte mal ganz kurz. Ein Crying Obsidian Block. Wenn wir dann an alle Seiten, also umringt, dann machen wir sozusagen einen 3x3 Cube, wo nur in der Mitte Crying Obsidian ist, das verstehe ich. Und dann surrounded by 12 Endstone, sozusagen als Endportal. Okay, ich verstehe. Bedeutet, wir können mit diesem Endstone rein theoretisch was Kleines bauen, damit wir das ganze Portal auch ein bisschen schön integrieren in den Nether, der eigentlich nicht so schön aussieht. Oh mein Gott, also Leute, auf diesen Moment habe ich eine lange, also wirklich, ich habe es nicht gewusst, dass das halt wirklich in diesem Projekt geht. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, an dem wir halt wirklich sagen können, es ist wohl möglich, ins End zu gehen und damit verbunden den Enderdrachen zu bezwingen. Das Endportal können wir nur im Nether erschaffen. Dementsprechend gehen wir jetzt auch dorthin und müssen feststellen, dass unsere Netherwelt echt nicht schön ist. Das ist mir auch definitiv bewusst. Was wir machen werden, ist aber dieses Achievement. 100 Endstone-Blöcke zu platzieren. Das geht easy, denn wir haben mehr als 100. Und ich werde das einfach mal so machen, dass wir von hier aus, I guess, so eine 10x10 Fläche machen. Wenn ich jetzt mal wirklich sagen kann, worauf ich mich wirklich freue, sollten wir in, also wenn wir jetzt gleich in das End gehen können, wirklich ins End. Ich hoffe, dass wir an eine Elytra rankommen können. Irgendwie. Ich glaube, da wird, also da kann so viel geiler Content auf uns warten. Ich freue mich da wirklich drauf. Wir haben das Achievement This is the End. Noch nicht ganz, denn es fehlen immer noch Achievements und wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber es geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Wir müssen noch einen Enderman in jeder Dimension töten. In der Overworld und im Nether haben wir es getan. Ja, dann wird das in dieser Dimension, die jetzt kommt, eben auch möglich sein. Ich hoffe aber auch, dass da jetzt nicht nur ein One-Block ist und ein Drache, der mich halt jederzeit runterstoßen kann, weil wenn das so sein sollte, haben wir ein großes Problem. Deswegen gehen wir am besten mit einer Ender-Chest dorthin und machen unseren Stufffeuer rein. Denn meine Hoffnung ist, dass wir dort ganz viel Endstone haben, um nämlich ein weiteres wunderbares, weiteres Biom auch zu bauen. Aber bevor wir jetzt darüber die ganze Zeit reden, Leute, wir müssen jetzt erstmal was machen. Weil ich rede hier und am Ende ist das halt vielleicht gar nicht möglich. Muss ich das so bauen? Warte mal. Ach, muss das alles auf dem Boden? Also ich denke mal hoffentlich. Ich baue das halt jetzt direkt schon mal wie so ein Endportal. Also das sind jetzt für mich so Endportal-Frames, die jetzt hier dann so entstehen. Das heißt dann, hier kommt ein Crying Obsidian und jetzt müsste ich 8 Skulk-Blöcke hier drum bauen und es sollte etwas passieren. Bitte, funktioniert das jetzt auch? Wenn nicht, dann haben wir ein großes Problem. Vielleicht müsste man das, wir machen es mal nochmal. Vielleicht haben wir die falsche Reihenfolge. Wir machen Crying Obsidian, ich glaube die Reihenfolge war es. Crying Obsidian, Skulk und dann Endstone. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sich das jetzt direkt aktiviert und ich dann direkt im End bin. Okay, zack. Oh, oh, das war's wirklich. Es muss als letztes platziert werden. Und ja. Das ist echt nicht schön. Das ist wirklich nicht schön hier gerade, weil ich wollte das extra ein bisschen schwebend in der Luft haben. Bro, wir brauchen mehr Enderperlen. Also checkt ihr gerade, was das hier ist? Was hier gerade passiert? Ey, meint ihr, dass da auf der anderen Seite halt ein normales End ist oder ist da ein One-Block-End? Es könnte rein theoretisch so viele neue Sachen geben. Ich glaube, die letzten Enderperlen sind jetzt auch am Start. Okay, Leute, das bedeutet aber jetzt hier auch gerade im Umkehrschluss. Oh mein Gott, wir haben alle Enderaugen jetzt mittlerweile zusammen und können uns jetzt eigentlich mehr oder weniger ready machen für den großen
Moment. Der große, große Moment. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Moment wirklich vielleicht mit Runterfallen und Sterben zu tun hat. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Verbunden mit diesem, der wirklich absolut wichtigen und großen Moment, werden wir eine Sache jetzt auch machen. Wir werden uns endlich Netherite-Rüstung machen. Ancient Debris wird gesmeltet. Und eine unfassbar noch ungewohnte Mechanik, die mittlerweile, also mittlerweile kennt man es gar nicht mehr, dass das halt mal so war. So lange ist das jetzt auch noch gar nicht her. Es gibt hier in der 1.19.4, in der wir noch aktuell unterwegs sind, es gibt keine Armor-Trims. Deswegen wir uns Netherite-Rüstung halt ja doch schon sehr, sehr unkompliziert gönnen können. Und zwar, ja, ihr seht es selber. Cover me in Debris. Wir sind full Netherite. Oh mein Gott, das sieht so viel stylischer aus. Ich bin so bereit, das Ganze gleich im End im Void sofort zu verlieren. Wären wir nicht, oder? Wären wir halt wirklich nicht. Gut, dann werden wir unsere Tools natürlich auch irgendwann mal upgraden. Wir haben eine Menge Essen. Ich nehme natürlich auch schon, weil ich top, top motiviert bin, nehme ich mir natürlich ein Stack Raketen mit. Boah, ich hab da richtig großes. Ich werde bestimmt keine Elytra bekommen. Ich möchte. Und ich werde es hinbekommen, eine Elytra zu bekommen. Wir schnappen uns nochmal ein paar Blöcke, damit wir uns auch nochmal easy rüberbauen können. Wir haben Pfeile, wir haben alles Mögliche. Aber vor allem haben wir unfassbar viel Angst. Und deswegen legen wir erstmal all unsere Sachen in die Ender Chest und holen dann diese Ender Chest wieder raus, wenn wir im End sind. Wenn das dann alles klappen sollte, wird es bestimmt. Also, wenn ihr wollt, ihr könnt auch ruhig mitkommen. Ich glaube, sie wissen auch nicht so ganz, was ich hier mache. Wir werden als allererstes erstmal das Portal aktivieren. Oh. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe wirklich ganz großen Respekt davor. Bitte lass uns, was auch immer dort auf der anderen Seite auf mich wartet, bitte lass es irgendwie, wenn da jetzt nur ein One-Block ist, was machen wir denn dann? Da wird doch jetzt nicht einfach nur ein One-Block sein und ein Enderdrache, der rumfliegt, oder? Haha, 3, 2, 3, 2, 1. Oh, das ist unfassbar merkwürdig, weil man ist es halt hier gar... Schnell weg! Bro, oh mein Gott, da, die Nether, das ist unfassbar verwirrend. Es spawnen auf der anderen Seite die Nether-Monster, die mich stressen. Attention, wir haben hier in One-Block festen Boden eine normale, mehr oder weniger normale Dimension. Das End ist trotzdem halt noch sehr besonders. Aber das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, halt wirklich Blöcke zu farmen für halt ein weiteres nices Biom. Ich weiß aber nicht, wie das am Ende ist mit den, also mit den End-Cities. Weil ich glaube, das wird nicht möglich sein. Aber lass uns erstmal, bevor wir darüber reden, lass uns erstmal um den Enderdrachen kümmern wir uns. Ey, Drache. Weg mit dir. Ganz kurz, mal erstmal, bevor wir hier irgendwas machen, erstmal einen Enderman auch töten im End für das nächste Achievement. Denn wir haben ja immer noch den Auftrag, in jeder Dimension einen Enderman zu töten. Und damit haben wir die dritte Dimension erledigt und sind jetzt hier ready, uns um halt den wirklichen, eigentlichen Auftrag hier zu kümmern. Enderdrache. Aber falls ich euch jetzt, also ich will euch jetzt hier keine, also, ey, krasse Überraschung, aber Full Netherite, Prot 4 mit wirklich OP-Stuff. Also, ich hab's, sage ich mal, schon in schwierigeren Situationen bekommen. Es war mir mal wieder eine Ehre. Es war mir eine... Ey, das ist mein Tower. Was machst du damit? Und ich würde mal wieder sagen, erledigt. Free the End, der Enderdrache wurde damit erfolgreich bezwungen. Und passiert jetzt noch etwas anderes, Besonderes? Aktiviert sich das Portal eben auch, so wie wir es jetzt kennen? Oder... Oh, die Level erstmal sehr, sehr gut auch. Nee. Okay. Ich sag euch aber so viel. Es ist schon krass zu sehen, dass es jetzt hier einfach ein normales End gibt und wir halt rein theoretisch auch Farmen oder was auch immer für Plantagen hier bauen können und direkt eine vorgebaute Fläche halt an sich haben. Das ist halt echt super ungewohnt für das Projekt und ich weiß nicht mal, ob ich das so nicht mal sogar ein bisschen schade finde, aber es fühlt sich schon wirklich sehr, sehr, sehr krass an, jetzt an diesem Punkt zu sein in diesem Projekt, dass wir das jetzt wirklich erledigt haben. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, sehr gut. Ich glaube, es gibt hier leider keine Entities. Denn ich habe hier gerade gelesen, dass man nicht zu den Outer Islands gehen kann, sondern man
Hun-End-Stuff wohl über Trader bekommen. Das macht das Ganze wiederum mal sehr, sehr interessant. Aber dazu müssen wir, glaube ich, also ich weiß nicht, ob jetzt hier neue Villager spawnen oder ob ich halt einfach den One-Block wieder mehrmals abbauen muss, weil das würde ich halt auch sehr, sehr gerne mal machen. Wir gehen erstmal durch. Wir haben den klassischen Abspann, den kennen wir. Wir stehen ganz normal bei uns in unserer Base beim Bett auf und haben noch einmal unfassbar viele Level auf dem One-Block. Auch cool, aber ich glaube, mehr ist hier nicht. Es war mehr oder weniger ein normaler Enddrachenkampf. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Sagt mir eure Meinung dazu. Wäre es vielleicht cool hier in diesem, hätte man rein theoretisch in diesem One-Block-Projekt, hätte man schon vielleicht noch was Cooles mit einbauen können davon? Aber wir sind eben auch noch nicht am Ende dieses Projektes. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass wir natürlich sowieso bei unserem Projekt noch die letzten beiden Viertel auf jeden Fall auch nochmal komplettieren wollen. Das heißt auf jeden Fall auch einmal ein Endbiom, einfach nur, weil es halt unfassbar stylisch ist. Vielleicht baut man da sogar einen Stronghold rein. Wobei, da schreit es mir eher nach einer End-City. Aber eine End-City die ohne Purpurblöcke, weiß ich nicht. Und dann müssen wir uns eben noch dort für dort hinten was überlegen. Da schwebt mir sowas wie Basalt Delta oder so vor. Also was mir natürlich jetzt auch erstmal ganz, ganz wichtig und hier kann es vor allem nicht geklaut werden, ausstellen müssen, Le Drachenei. Das Drachenei, The Almighty One, ist natürlich unser absoluter wichtigster Besitz und kriegt dementsprechend auch einen sehr, sehr besonderen Spot. Guck mal hier, ich habe dich ganz übersehen. Es ist wirklich einer gespawnt. Das heißt, wir haben halt wirklich unendlich auch immer wieder Visiting Trader, wenn ich halt oft genug den One-Block abbaue. Und kannst du mir jetzt eventuell eine Elytra oder so geben? Also ich weiß jetzt ein bisschen, ich habe mich manchmal über Setzlinge oder so gefreut von besonderen Bäumen, die ich noch nicht hatte. Aber so eine Elytra, ich meine, ich habe den Drachen getötet. Bupp. Alter. Du willst einmal, dass ich für 4 Eisen dir 5 Gunpowder abkaufe, damit du mir dann für 10 Gunpowder 5 Eisen gibst. Das ist echt nicht so smart. Aber wir bekommen Slimeballs. Die holen wir uns mal ganz kurz. Slimeballs gönnen wir uns. Ja, easy. Ja, also ich sag, alle anderen Sachen brauche ich halt nicht, aber ich habe jetzt so viel Eisen dabei, deswegen holen wir uns mal Gunpowder. Das ist aber erstmal soweit sehr gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir weiterhin unendlich viele Ressourcen bekommen können. Aber ich bin ja erstmal an einer ganz anderen Ressource interessiert. Und wir können mal richtig loslegen, fleißig hier zu farmen. Und zwar ganz besonders wichtig, die Blöcke für unser nächstes Biom, das wir bauen werden. Und zwar werden wir im äußersten Kreis das nächste Viertel mit zu einem Endbiom bringen. Das bedeutet auch, wir könnten rein theoretisch auch diese Türme reinballern. Das wäre vielleicht krass. Ja, komm. Ich sage euch ehrlich, wir bauen den Endstone jetzt einfach. Wir bauen uns langweilig mit der Spitzhacke so ab. Aber wir gönnen uns eine Netherite-Spitzhacke. Wir gönnen uns eine... Ja, wir gönnen uns einmal eine Silk Touch, Netherite-Spitzhacke und natürlich das Netherite-Schwert. So sieht das auf jeden Fall, wenn wir nur diese Sachen in der Hotbar haben, sehr stabil aus. Weil, naja, die anderen Dia-Sachen sieht halt keiner. Und damit gehen wir nochmal ins End und farm Endstone. So, wir haben ordentlich Endstone. Das Inventar ist voll. Eine wichtige Sache. Wir sollten auf jeden Fall den Stuff lieber nochmal in eine Kiste packen, bevor wir jetzt hier den ganzen Endstone platzieren. Wir werden das auf jeden Fall auch so ein bisschen terraformen, dass wir halt auf jeden Fall mal ein bisschen wieder erhöhen und so. Aber erstmal füllen wir die ganze Fläche nochmal. Einmal das hier alles rein. Einfach nur, damit wir nicht unseren super wertvollen Stuff verlieren. Weil gerade wenn ich da außen mal ein bisschen rumbaue, habe ich ein bisschen Angst. Wenn wir nämlich runterfallen, ist alles weg. Und das wollen wir lieber nicht. Also, jetzt wird erstmal wieder fleißig platziert. Ja, während wir jetzt auch super fleißig weiter mal einen Stone holen, einen Stone platzieren und das jetzt aktuell noch sehr, sehr langweilig hier so platzieren, müssen wir uns auch nebenbei um die letzten Achievements kümmern. Das sind nicht mehr viele, aber eines dieser Achievements ist, ein Phantom zu töten. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären, haben wir in diesem gesamten Projekt noch nicht ein einziges Mal ein Phantom gesehen? Weil wenn dem so sein sollte, heißt das, dass ich halt fast seit 6 Tagen Spielzeit in diesem Projekt immer rechtzeitig schlafen war. Aber das ergibt ehrlich gesagt auch Sinn, weil... Naja, du willst hier nicht das Monster spawnen, weil irgendwo immer noch ein Creeper versteckt ist. Vollkommen nervig und so. Aber wir werden uns auf jeden Fall mal als Aufgabe nehmen. Naja, halt einfach nicht schlafen gehen. 3 Nächte mindestens. Das heißt, es könnte ein bisschen anstrengend werden, nachts hier zu bauen, während hier überall Creeper und Skelette sind. Heißt, ja, also... Maybe gehen wir, wenn es Nacht ist, einfach Endstone immer farmen und dann immer tagsüber wieder platzieren. Das könnte eventuell auch eine Taktik sein. Beziehungsweise möchte ich auch sehr gerne in diesem Biom Obsidian Tower noch hier hinstellen. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, wie ich am besten so viel, also sehr viel Obsidian ranhole. Entweder kann ich das auch im End farmen oder ich mache das halt übers Crafting-Rezept. So, wir haben Obsidian mit folgenden Rezept: Wassereimer und Magma-Block. Wassereimer easy, weil wir haben unendlich Eisen.
Ist nur ein bisschen anstrengend zu craften, maybe. Magma-Blöcke kriegen wir mit Cobblestone und einem Lava-Eimer oder einem Feuerzeug. Feuerzeug ist ein Eisen. Eisen, wie gesagt, kein Problem. Und dann halt Flint. Und Gravel kriegen wir eigentlich auch. Ja, Dirt ist stressig. Leider ist Dirt stressig. Und einen Lava-Eimer kriegen wir halt mit einem Magma-Block. Ja, es ist basically dasselbe. Also, ne, das ist... Guck mal, ist das gerade so ein Loop, den ich entdeckt habe? Weil, wenn du hier einen Lava-Eimer hast und du kriegst 4 Magma-Blöcke raus, kann ich ja mit dem Magma-Block wieder 9 Lava-Eimer machen und habe unendlich Magma-Blöcke. Ja, wir brauchen halt nur Cobblestone. Oh, das ist, glaube ich, clever. Das ist sehr, sehr clever. Das sind alles Sachen, die ich jetzt aber auch erst gegen Ende des Projektes halt nutze. Weil ich sag euch ehrlich, mir wäre das, ich hätte das langweilig gefunden, hätte mir das früher, also vorher gemacht, weil, bisschen low. Lass uns mal ganz kurz das ganze Ding ausprobieren. Genau, aber wir brauchen jetzt erstmal ganz kurz, für den Anfang brauchen wir aber trotzdem einen Magma-Block. Den kriegen wir hier. Dann brauchen wir eigentlich nur eine Menge Eisen. Und jetzt passt mal auf. Eisen haben wir glücklicherweise auch wirklich genug. Und zwar, wir machen einmal einen Lava-Eimer und mit einem Lava-Eimer bekommen wir wieder halt 4 raus. Ja, logischerweise, das ist halt, wir haben damit einen Loop. Nur ist das voll anstrengend zu craften. Okay, wir können aber damit auf jeden Fall erstmal gut arbeiten. Das heißt, wir können uns eine Menge Obsidian craften. Geil. Boah, ey Leute, ehrliche Frage, glaubt ihr, das hier ist schneller als die Dinger einfach abzubauen? Das ist halt gefühlt stressiger als alles andere für mich. Es ist schneller, ja. Also ja, keine Diskussion, dass das gerade schneller ist. Aber, ja, das große Problem ist halt einfach nur, dass du das halt nicht stacken kannst, ne? Das ist halt einfach nur stressig. Ich sag euch ehrlich, ich habe das Gefühl, das hier ist auf jeden Fall... Ja, wobei, wie lange brauchst du mit FE5 Netherite-Spitzhacke? Wie lange brauchst du, um einen Obsidian-Block abzubauen? Weil das möchte ich jetzt mal ganz gerne wissen. Weil wie lange hätte ich jetzt gebraucht, einen Stack so zu farmen, ohne Beacon, aktueller Stand? So, und wir bauen mal jetzt hier Obsidian testweise ab und gucken mal, wie schnell das geht. Boah, geht schon schnell, ne? So, jetzt haben wir zum Beispiel 3 Stacks Obsidian. Das ist ja schon mal etwas, womit man arbeiten kann. Und wir haben zeitgleich auch nochmal gut Arbeit. Wir haben gut Zeit vertreiben können, denn es geht ja immer noch um Mission Phantoma. Und die letzten Blöcke wurden erfolgreich platziert. Let's go. Sehr, sehr, sehr nice. Wir werden uns als nächstes darum kümmern. Hier auf der Fläche ist noch ein bisschen mehr zu erschaffen. Das soll jetzt nicht einfach nur so flach hier bleiben. Was wir machen werden, ist jetzt immer wieder ein bisschen Terraform. Heißt, mit Endstone. Ja, halt einfach wirklich simpel. So wie es ja auch im End der Fall ist. Hier solche Gebiete terraformen. Vor allem hier ist jetzt halt wirklich wichtig, dass wir das schön terraformen. Oh, by the way, mir fällt gerade eine Sache ein. Dadurch, dass es jetzt gerade regnet, bekomme ich eine sehr, sehr gute Idee. Ein weiteres Achievement ist unter anderem, nämlich neben dem Phantom zu töten, ist es nämlich noch einen Stray zu eliminieren. Und einen Stray kannst du normalerweise halt eben in kalten Biomen so direkt bekommen, wenn er spawnt. Aber es gibt noch eine andere Methode und die würde ich euch ganz gerne mal zeigen. Dazu brauchen wir Cauldrons und eine Menge Blöcke. Simpler Grund, in den richtigen Biomen werden wir damit in der Lage sein, Schnee, ganz besonderen Schnee, in unseren Cauldrons einzusammeln. Und zwar Powder Snow. Und im Powder Snow können wir halt ein Skelett auch einfangen. Und es wird zu einem Stray. Hier ist ein Tiger. Und da gehen wir hoch. Denn hier ist irgendwann kein Regen mehr in den richtigen Biomen. Oh mein Gott, sieht das gut aus von oben. Sondern wir werden hier Schneefall haben. Und was jetzt hier passieren wird mit der Zeit, ist, dass Schnee sich absetzen wird auf diesen Holzblöcken. Und in Cauldrons wird sich das Ganze füllen mit Powder Snow. Das ist sehr gut, denn das wird ansonsten sehr lange dauern. Deswegen machen wir das Ganze so. Hoffen, dass dann sich das Ganze hier mit der Zeit weiter absetzt. Und dann Powder Snow so hier reinkommt. Und damit können wir dann geile Sachen machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist endlich passiert. Phantom Nummer 1 nach fast 6 Tagen Wartezeit. Also, wir haben jetzt nicht explizit 6 Tage am Stück darauf immer gewartet. Aber wir haben es. Ein weiteres, eigentlich sehr simples Achievement wurde damit endlich geschafft. Dann ziehen wir jetzt einfach mal random so einen Tower hoch. Beziehungsweise, oh, wir brauchen doch unbedingt End Crystals. End Crystals, wichtig. Dadurch wird das Ganze noch ein bisschen besser aussehen.
Okay, Leute, das wird jetzt auch intensiv. Also ich will echt ein paar von diesen Tauern hinklatschen. Wobei, so viele werde ich gar nicht machen können. Ich glaube, 3 wären es am Ende. Aber das wird auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Obsidian fressen. Wobei ich sagen muss, das hier ist gerade mal ein Stack. Und natürlich auch nochmal mit einem Crystal oben drauf. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall einen dieser Türme auch mit dem Gitter machen aus Eisen. Ihr wisst, was ich meine. Aber pro Tower müssen wir schon mit ein paar Stacks Obsidian rechnen. Joa, das sind jetzt alle Obsidian-Blöcke, die ich jetzt mal so heute gefarmt habe. Über drei Stacks. Aber am Ende, wenn das massive Tower sind, dann sieht das schon echt auch gut aus, muss man dazu sagen. Und insgesamt finde ich das Terraforming mal wieder hier im End unfassbar gut gelungen. Das gefällt mir richtig gut. Es kommen immer noch Craftech-Videos auf dem 2-Kanal. Wir müssen ganz, ganz dringend das hier verbessern. Oh mein Gott! Alter, mein Herz. Okay, kriegen wir hin. Wir müssen ganz dringend das hier verändern, weil es kommen momentan zu viele Nether-Monster da noch ins Endportal. Das ist halt der große Struggle, weil, wir nur über den Nether dieses Portal dort haben können. Ich würde das so gerne einfach in der Overworld haben. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Obsidian farmen. Wir brauchen ungefähr 3 Stacks Obsidian immer wieder für einen Pillar. Das geht schon. Alright, wir gehen das jetzt erstmal wieder platzieren. Ich glaube, die Höhe finde ich jetzt hier zum Beispiel, die finde ich jetzt angenehm. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch ordentlich aus. Und ich glaube, den nächsten Dön pfeffern wir direkt mal hier hin. Und zwar, ja, direkt mal so. Ein bisschen haben wir ja noch. Ich glaube mal, dort kommt nochmal der nächste hin. Dann haben wir einen perfekten Abstand zwischen denen. Endcrystals müssen am Ende auch noch drauf. Joop. Aber dafür brauchen wir noch Gastränen. Und dazu müssen wir vielleicht unsere super starke Plattform zum Farmen nochmal ein bisschen größer machen. Ja, Turm Nummer 2. Der muss auf jeden Fall, der darf nicht auf derselben Höhe sein. Der muss jetzt entweder ein bisschen niedriger oder höher sein. So, also den haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen höher gezogen. Und wir könnten jetzt eigentlich über diesen großen Turm einmal die Iron Bars machen, oder? Aber was immer noch sehr wichtig ist jetzt, wir brauchen Gastränen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt nicht unbedingt so erfolgreich sein werden. Denn da müssten jetzt erstmal noch ein paar Gast spawnen. Oh mein Gott. Ja, das Problem ist halt, selbst wenn ich eine Gasträne bekomme, ihr seht ja selber, fliegt halt erstmal meilenweit weg. Deswegen müssen wir diese Plattform, wir müssen die Plattform ein bisschen größer machen. Deswegen cleanen wir die mal jetzt ganz kurz hier full. Das ist halt alles schon ein bisschen sehr riskant, was wir hier machen. Also unfassbar wohl fühle ich mich jetzt hierbei nicht. Vor allem, ich laufe die ganze Zeit immer mit meiner Rüstung in der Kiste rum. Und hier habe ich jetzt einfach kein Problem. Das so, ja, das bauen wir jetzt einfach so aus. Also mein Plan ist eigentlich gerade nur, die Spawn-Plattform ein bisschen weiter zu machen. Ein bisschen größer. Damit wir einfach noch mehr Zeit oder mehr Reaktionszeit haben, um die Ghasts halt hier zu erledigen. Okay, jetzt spawnen jetzt hier halt schon Monster. Jetzt wird es mir zu heiß. Gehen weiter. Und hoffen mal auf ein paar Ghasts. Okay, so wie der Ghast sich gerade aber bewegt, ist er nicht sogar ganz gut. Ja, bleib mal genau da. Ja, nö. Der war viel weiter vorne. Aber maybe. Jetzt mal ein paar Wither-Skelette. Oh. Der erste Kopf ever im Projekt. Sehr, sehr nice. Ja, der sollte sitzen. Also, das ist ein Pain. Gasträne. Gasträne sollten wir bekommen. Gastränen! 3 Stück sogar. Sehr nice. Das würde sogar an sich reichen. Und zwar 3 Endcrystals, die brauchen wir. Dann schnappen wir uns nochmal ein bisschen Eisen. Und ich glaube, wir machen den mittleren zum Tower mit dem Eisengitter. Ich glaube, dass es am besten so aussieht. Genau, und das kennt ihr ja eh alle. Hier kommt dann der Kasten. Ist natürlich die Frage, wie hoch ist denn der? 3 Blöcke. Dann nochmal die Mitte rausbauen. Und dann den Kollegen einmal hier rein. Und et voilà. Nee, irgendwas ist falsch. Oder? Warum sieht denn das so absolut lächerlich aus? Wir gucken uns das gerade halt hier in einem normalen End an. Das ist voll merkwürdig, weil die Maße ist richtig, aber die Wirkung ist ganz, ganz merkwürdig, weil diese Türme sind normalerweise eigentlich viel niedriger. Sobald die halt etwas höher sind, dann wirken die halt unfassbar merkwürdig. Okay, ich habe eine Idee. Das kann so nicht bleiben. Und ich meine, wofür machen wir das halt immer? Das bedeutet für uns, wir lassen diesen mittleren Turm, den lassen wir jetzt in der Höhe, also den lassen wir einfach so. Ich sage euch ehrlich, der Kollege kommt auch weg. Jetzt ein bisschen, also wir haben echt lange für diese Gasträne gegrindet. Aber ästhetisch gesehen, place ich den jetzt lieber einen Block höher. Wir machen es einfach mal so. Normalerweise ist es halt ein Bedrock-Podest.
Was wir jetzt aber hier so nicht machen können. Deswegen lassen wir das einfach jetzt mal so. Hier kommt die weg. Und wir wollen ja eh nochmal einen dritten Turm auch noch machen. Aber dann kann man die zumindest jetzt auch mal besser sehen. Das ist jetzt auch nochmal wichtig. Und bei diesem dritten Tower, der wird dann einfach ein bisschen niedriger sein. Bei dem werden wir es dann halt so machen. Bei dem werden wir es dann so machen, dass der einfach jetzt nicht so hoch ausfällt. Und dann machen wir da noch ein bisschen, machen dort eben Gitter ran. Dann holen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Obsidian. Warte, ich mach kurz ein MLG für euch. Moment. Ich glaube, wir haben genug Obsidian. Oh, es regnet wieder. Das ist richtig gut auch für den Powder Snow. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, ob die sich mittlerweile gut füllen. Dann ziehen wir ganz kurz den letzten Tower hier nochmal hoch. Und hauen nochmal das Eisengitter drumherum. So, ich glaube, die Höhe nehmen wir einfach mit. Was machen wir? Das reicht doch perfekt. Oh mein Gott, wir haben genau die Anzahl an Obsidian dabei, die wir jetzt auch wirklich brauchten. Dann fehlen uns halt an sich jetzt noch die Endcrystals. Aber größtenteils kann man schon sagen, ist damit unser Endbiom sehr, sehr gut fortgeschritten. Und jetzt sieht es echt nicht mehr so merkwürdig aus. Heißt, wir können uns, und das werden wir in der nächsten Folge machen, in der vermutlich, ja, letzten Folge Minecraft One Block. Im großen Finale werden wir uns um einerseits das letzte Biom kümmern. Wir haben immer noch Achievements offen und wir haben einen Endboss immer noch zu erledigen, den wir in dieser Welt auch nochmal besiegen möchten. Sollte euch das Ganze hier gefallen haben, lasst unbedingt einen Like da. Schaltet bei der nächsten Folge von Minecraft One Block unbedingt ein beim großen Grande Finale. Ich freue mich sehr darauf und ich denke, es wird auf jeden Fall ein großes Ding. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert den Kanal, wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao, ciao.